Mädchen aufpassen, 304. Professor Robin Sanito. Wow, klug zu sein und der ganze Scheiß ist echt Schwerstarbeit. Vielleicht ist jetzt eine gute Möglichkeit, mit dir zu reden. Hallo Larry. Und wie kommen du und Leopold miteinander aus? Leopold, oh Mann, ich dachte, ich würde viel masturbieren. Das ist toll. Ganz toll. Oh, entschuldige bitte. Alter. Da ist ein Anruf von meinem Mann. Hallo, Schatz. Was? Mit der? Nein! Das kannst du mir nicht antun! Ich hoffe, ein Gorilla schiebt dir seine Faust in den Arsch, du Mistkerl! Puh, dem haben sie es aber gegeben. Männer, was müssen wir noch alles tun, um euch zu gefallen? Tja, ich habe immer gerne Erdbeersoße obendrauf. Larry, hör zu. Ich habe 9 lange Jahre in diese Beziehung investiert. Und dieser Hurensohn verlässt mich für eine fette Schlampe, die in dem Schuhladen arbeitet. Ich bin 36 Jahre alt. Ich will ein Kind, Larry. Ein Kind. Tja, das ist wohl mein Zeichen. Lieber Gott. Meine Zeit ist gekommen. Sie ist sensibel und verletzlich. Jetzt werden die Früchte und Blumen der Liebe reifen und erblühen. Sie soll meine Braut sein. Was war das, Professor Robensenito? Oh nein, der Junge versteht mich. Das ist nicht sehr romantisch. Dreh dich um, du Trottel. Guck mich an. Woher kommt diese Stimme? Du wirst sie nie haben. 5 Jahre habe ich gewartet. Ihr Erdbeermund, ihre Augen wie Blumen mit Tau überzogen. Wangen, die mit Nelken wetteifern, die Musik, die aus ihrem Munde klingt, oh, wie sie mein Herz wild schlagen lässt. Du liebst sie ja wirklich, stimmt's? Ich will die Leidenschaft dieser wunderschönen Frau wecken, die verborgenen Geheimnisse ihres Körpers entdecken. Oh, sie wird vor mir auf dem Boden knien und meine majestätische, steife Dampframme in ihre festen Hände nehmen und sie dann streicheln Alter. Und streicheln, bis mir eine Ladung heißen, schaumigen Samens entweicht. Igitt, das klingt ja ekelhaft. Aber ernsthaft, ich glaube nicht, dass sie auf sowas steht. Ah, ihr jungen Böcke seid so voller Burger, Bier und Lust. Was wisst ihr schon von Liebe? Lass dir von einem Experten einen Tipp geben. Beziehungen zwischen Mensch und Tier funktionieren nie. Am Ende hast du bloß einen Kopf voller Läuse und die Krätze. Bitte, lass mich in der dunkelsten Höhle meiner Einsamkeit. Was? Oh, was? Ich hab's doch... Hallo, Larry. Und wie kommen du und Leopold miteinander aus? Ganz gut, glaube ich. Das ist toll. Ganz toll. Oh, entschuldige bitte. Da ist ein Anruf von meinem Mann. Hallo, Schatz. Was? Mit der? Nein! Das kannst du mir nicht antun! Ich hoffe, ein Gorilla schiebt dir seine Faust in den Arsch, du Mistkerl! Puh, dem haben sie es aber gegeben. Männer, was müssen wir noch alles tun, um euch zu gefallen? Tja, ich habe immer gerne Erdbeersoße obendrauf. Larry, hör zu. Ich habe 9 lange Jahre in diese Beziehung investiert. Und dieser Hurensohn verlässt mich für eine fette Schlampe, die in dem Schuhladen arbeitet. Ich bin 36 Jahre alt. Ich will ein Kind, Larry. Ein Kind. Tja, das ist wohl mein Zeichen. Lieber Gott. Ah, meine Zeit ist gekommen. Ja, ja. Sie ist sensibel und verletzlich. Jetzt werden die Früchte und Blumen der Liebe reifen und erblühen. Sie soll meine Braut sein. Was war das, Professor Robensenito? Oh nein, der Junge versteht mich. Versteht was? Dreh dich um, du Trottel. Guck mich an. Woher kommt diese Stimme? Du wirst sie nie haben. 5 Jahre habe ich gewartet. Ihr Erdbeermund, ihre Augen wie Blumen mit Tau überzogen, Wangen, die mit Nelken wetteifern, die Musik, die aus ihrem Munde klingt, oh, wie sie mein Herz wild schlagen lässt. Du liebst sie ja wirklich, stimmt's? Ich will die Leidenschaft dieser wunderschönen Frau wecken,
die verborgenen Geheimnisse ihres Körpers entdecken. Oh, sie wird vor mir auf dem Boden knien und meine majestätische, steife Dampframme in ihre festen Hände nehmen und sie dann streicheln und streicheln, bis mir eine Ladung heißen, schaumigen Samens entweicht. Geht, das klingt ja ekelhaft. Aber ernsthaft, ich glaube nicht, dass sie auf sowas steht. Ah, ihr jungen Böcke seid so voller Burger, Bier und Lust. Was wisst ihr schon von Liebe? Lass dir von einem Experten einen Tipp geben. Beziehungen zwischen Menschen... Wie soll man das denn schaffen, Alter? Nie. Am Ende hast du bloß einen Kopf voller Läuse und die Krätze. Bitte, lass mich in der dunkelsten Höhle meiner Einsamkeit. Und noch einmal. Ah. Nochmal. Hallo Larry. Und wie kommen du und Leopold miteinander aus? Mann, guck mal, wie der abgeht. Das ist toll. Ganz toll. Oh, entschuldige bitte. Da ist ein Anruf von meinem Mann. Hallo, Schatz. Was? Mit der? Nein! Das kannst du mir nicht antun! Oh, doch. Ich hoffe, ein Gorilla schiebt dir seine Faust in den Arsch, du Mistkerl! Puh, dem haben sie es aber gegeben. Männer, was müssen wir noch alles tun, um euch zu gefallen? Wenn die Leidenschaft erlischt, kann man das immer mit ein bisschen Rollenspiel und einem 30-Zentimeter-Dildo lösen. Larry, hör zu. Ich habe 9 lange Jahre in diese Beziehung investiert. Und dieser Hurensohn verlässt mich für eine fette Schlampe, die in dem Schuhladen arbeitet. Ich bin 36 Jahre alt. Ich will ein Kind, Larry. Ein Kind. Tja, das ist wohl mein Zeichen. Lieber Gott. Und tschüss. Meine Zeit ist gekommen. Sie ist sensibel und verletzlich. Jetzt werden die Früchte und Blumen der Liebe reifen und erblühen. Sie soll meine Braut sein. Machen wir es einfach hier auf dem Boden? Oh nein, der Junge versteht mich. Versteht was? Dreh dich um, du Trottel. Guck mich an. Woher kommt diese Stimme? Du wirst sie nie haben. 5 Jahre habe ich gewartet, ihr Erdbeermund. Ihre Augen wie Blumen mit Tau überzogen, Wannen, die mit Nelken wetteifern, die Musik, die aus ihrem Munde klingt, oh, wie sie mein Herz wild schlagen lässt. Du liebst sie ja wirklich, stimmt's? Ich will die Leidenschaft dieser wunderschönen Frau wecken, die verborgenen Geheimnisse ihres Körpers entdecken. Oh, sie wird vor mir auf dem Boden knien und meine majestätische, steife Dampframme in ihre festen Hände nehmen und sie dann streicheln und streicheln, bis mir eine Ladung heißen, schaumigen Samens entweicht. Geht, das klingt ja ekelhaft. Aber ernsthaft, ich glaube nicht, dass sie auf sowas steht. Ah, ihr jungen Böcke seid so voller Burger, Bier und Lust. Was wisst ihr? Alter, wie soll man das denn schaffen? Lass dir von einem Experten einen Tipp geben. Beziehungen zwischen Mensch und Tier funktionieren nie. Am Ende hast du bloß einen Kopf voller Läuse. Schaff doch keine Sau, Alter. Lass mich in der dunkelsten Höhle meiner Einsamkeit. Leichter. Ja. Ich muss ihn nochmal spielen, geht nicht anders. Hallo Larry, und wie kommen du und Leopold miteinander aus? Mann, guck mal, wie der abgeht. Das ist toll. Ganz toll. Oh, entschuldige bitte. Da ist ein Anruf von meinem Mann. Hallo Schatz. Was? Mit der? Nein! Das kannst du mir nicht antun! Doch. Ich hoffe, ein Gorilla schiebt dir seine Faust in den Arsch, du Mistkerl! Oh, dem haben sie es aber gegeben. Männer, was müssen wir noch alles tun, um euch zu gefallen? Tja, ich habe immer gerne Erdbeersoße obendrauf. Larry, hör zu. Ich habe 9 lange Jahre in diese Beziehung investiert. Und dieser Hurensohn verlässt mich für eine fette Schlampe, die in dem Schuhladen arbeitet. Ich bin 36 Jahre alt. Ich will ein Kind, Larry. Ein Kind. Tja, das ist wohl mein Zeichen. Lieber Gott. Ah, meine Zeit ist gekommen.
Sie ist sensibel, unverletzlich. Jetzt werden die Früchte und Blumen der Liebe reifen und erblühen. Sie soll meine Braut sein. Was war das, Professor Robensenito? Oh nein, der Junge versteht mich. Yep. Versteht was? Dreh dich um, du Trottel. Guck mich an. Woher kommt diese Stimme? Du wirst sie nie haben. 5 Jahre habe ich gewartet. Ihr Erdbeermund, ihre Augen wie Blumen mit Tau überzogen, Wangen, die mit Nelken wetteifern, die Musik, die aus ihrem Munde klingt, oh, wie sie mein Herz wild schlagen lässt. Du liebst sie ja wirklich, stimmt's? Ich will die Leidenschaft dieser wunderschönen Frau wecken, die verborgenen Geheimnisse ihres Körpers entdecken. Oh, sie wird vor mir auf dem Boden knien und meine majestätische, steife Dampframme in ihre festen Hände nehmen und sie dann streicheln und streicheln, bis mir eine Ladung heißen, schaumigen Samens entweicht. Geht, das klingt ja ekelhaft. Aber ernsthaft, ich glaube nicht, dass sie auf sowas steht. Ah, ihr jungen Böcke seid so voller Burger, Bier und Lust. Was wisst ihr schon von Liebe? Lass dir von einem Experten einen Tipp geben. Beziehungen zwischen Mensch und Tier funktionieren nie. Am Ende hast du bloß einen Kopf voller Läuse und die Krätze. Ja, ja, du hast recht, alter Junge. Liebe ist immer ein furchtbarer Schmerz, aber... Vielleicht kannst du mir helfen, meiner Liebe Ausdruck zu verleihen. Zusammen sind wir ein starker, romantischer Held. Was sagst du? Gefällt mir. Ja, ja, befreie mich. Und wir werden trinken und heiter sein zur Feier unserer neuen Freundschaft. Endlich. Larry, mein Junge, du siehst aus, als wärst du ein Leckermäulchen, richtig? Ich liebe Bonbons. Mit Recht. Bonbons sind lecker, klebrig und süß. Hättest du nicht jetzt gerne ein Bonbon? Oh Mann, sehr gerne. Junge, hast du ein Glück. Hinter dir steht ein Bonbonautomat, da hinten in der Ecke. Diese Maschine? Ja, sehr gut. Jetzt sei ein braver Junge und drücke die Taste. Welche Taste? Auf dem verdammten Ding ist nur eine Taste. Drück sie! Das ist einfach zu abgedreht. Okay. Junge, ich sag's dir, hör sofort auf. Ja, oh ja. Hör auf, hör sofort auf, hab ich gesagt. Larry, du regst ihn nur auf. Ich versuche Leopold bei autoerotischen Aktivitäten zu ermutigen. Sie sind ganz normal bei einem Affen seines Alters und Gewichts. Oh, ah. Professor Robensenito. Natürlich, meine Liebe. Es tut mir leid. Im Dschungel ist öffentliche Masturbation völlig normal. Ich denke, die genießen es eher. Sein Hintern ist doch ziemlich geschwollen, oder? Ich glaube, ich sollte einen, wie nennen das die Menschen, Cheeseburger probieren. Larry, was tust du hier? Ja, wir Menschen sind sicherlich die Krönung der Schöpfung. Professor Robensenito, ich bin's, Larry, ich bin im Käfig. Oh, Beatrice, wir stehlen uns in mein Königreich, das mitten im Dschungel liegt. Zwischen blühenden Reben und hochaufragenden Mangroven. Professor Robensenito, Sie müssen mir helfen. Aktivieren Sie die Gehirnaustauschmaschine. Und das vormittags, wenn die Sonne hell erstrahlt, werde ich meine Königin lausen. Mit sanften Fingern entdecken und jede Zecke und jeden Parasit entfernen. Larry, wovon zum Teufel redest du da? Professor, können Sie mich verstehen? Sie sind in großer Gefahr. Der Affe hat Kontrolle über meinen Körper. Er benutzt ihn um... Du sei still. Damit wirst du nie durchkommen, Affe. Oh, aber es scheint so, als wäre ich es bereits, oder? Du hältst jetzt deinen Mund. Oder ich muss dir eine gehörige Tracht Prügel verpassen. Larry, reg ihn nicht auf. Er ist ein unschuldiger Primat. Unschuldig? Glauben Sie, er hat noch nie Verlangen verspürt? Oder Leidenschaft? Glauben Sie, er hat sie noch nie sehnsüchtig angeschaut und wollte nichts sehnlicher, als seinen steifen Pfeil in ihren überhitzten, cremigen Köcher zu stopfen? Was?
Okay, wir haben es geschafft. Irgendwas läuft hier total falsch. In dieser Version von Flockhauen bewegst du Affen Larrys Hände rauf und runter und hältst den Ball im Spiel. Jeder Treffer bringt mehr Druck auf die Banane. Banane? Okay. Die auf die Hirntauschmaschine geschossen wird. Ein Glück, dass dieser Affe trainiert hat. Oh nein. Ich muss, es geht nicht weiter. Hm? Alter, das wird mir zu schnell. Nein. Wo ist es? Oh nö. Jetzt verlierst, bist du auf ewig zu einem Leben als Primat verdammt. So verloren sich das anhören mag, du musst gewinnen oder kneifen, damit es weitergeht. Kneifen? Kneif doch nicht. Nein! Ich werde auf ewig zum Affen. Ist das so schwer, Alter? Sieht vielleicht einfach aus, ist es aber nicht. Pong spielen. Ach so. Was? Wow! Voila! Das Ding wieder schneller, ich krieg die Waage. Oh, die Banane wächst schneller. Oder? Ja, komm schon. Schaffen wir. Yeah! Und jetzt?
Ich hab irgendwas gekriegt. Ich glaube, sie hat dir einen kleinen Beweis dazu gelassen. Du bist einen Schritt näher bei Swingouts. Holly möchte gern Casanovas in der Stadt. Kommt und nehmt die Herausforderung von Swingles an. Okay.